Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Wir sind immer noch dabei herauszufinden, warum Geralt gefangen genommen ist und rekonstruieren daher den Hergang der Schlacht, an dem wohl irgendetwas vorgefallen ist, warum wir gefangen genommen worden sind. Das können wir natürlich nie auf uns sitzen lassen, deswegen erzählen wir die Geschichte und finden heraus, was denn hier eigentlich passiert ist. So, aber erstmal wieder darauf. Das letzte Mal haben wir nämlich einen Turm mit einer Balliste Beschuss genommen, damit unsere Truppen vorrücken können. Oder beziehungsweise besser gesagt, Foltes Truppen vorrücken können. Sind ja nicht unsere Truppen. Und da kämpft er auch schon fleißig. So, mein Freund, weg mit dir. Oh, zack, mein Freund. Was? Du greifst mich an, mein Freund. So, man sollte natürlich da reinstürmen, so ein bisschen. Und zack. Da ist er tot. Du auch, mein Freund. Lass Foltes in Ruhe. Oh, zack. Ach, guck mal, der ist sogar fallen. Tuch. Was? Unterhalten? Nein, nichts unterhalten. Speichern. Jawohl. So, da oben sind natürlich... Da sind noch viele. Ihr seht schon, wir können natürlich auch die Leute wieder rausschweißen. Hier, da. Oh, schade, weg mit dir! Ja, das ist natürlich schön, dass wir die mit dem R-Zeichen, mit dem R-Zeichen einfach mal so schön irgendwo runterschubsen können. Finde ich extrem cool gemacht eigentlich. Auch wenn es natürlich recht brutal ist, aber naja. Es ist halt nun mal The Witcher. Ihr seht schon, das Schwert ist blutig. Da muss man auch Leute einfach so über runterschubsen können. Was ist hier los? Der Lovelet. Ach, guck mal, lässt Geld fallen. Hallo? Attack! Greif die an und du auch noch, mein Freund. Zack, tot. Schluss mit lustig! Oh, ein Eisdring. Sehr schön. So, ich glaube. Smash the door! Axeman! Give me splinters! Haut sie ein. Ich glaube, wir können aber hier lang laufen. Ne, können wir nicht. Wie schön die Tür kaputt geht. Und los geht's. Ich speichere nur mal kurz. Wer bist du? Bitte, der Lobelitz. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Das ist ein richtig riesiger Ritter, oder was? Oh, zack! Wow, 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 wow. Ich muss ihn mal gerade erfassen. Oh, zack! Wir sind gestorben! Wir sind gestorben! Jetzt habe ich natürlich außerdem die Aufnahme beendet. Oh, ich bin komplett verwirrt mit den Tassen. Naja, egal. Ihr seid gestorben! Yay, natürlich machen wir das. Buh, ist gestorben, der Alte, ey! So, hier nochmal das Ganze von vorne. So. Wow, wow, wow. Ich hab natürlich voll funktioniert, ja. Ja, ich seh grad gar nichts. Da müssen wir bitte den richtigen. Hallo. So, ich hab den richtigen analysiert. Schluss mit lustig! Wow! Mann, 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 Mann! So, jetzt bist du alleine hier! Komm her, mein Freund! Oh, wie die zerfetzen, ne? So, industrieller Ring, was auch immer das heißen mag, aber wir haben ihn beschafft. Ich muss mal denken, dass ich F8 bei mir jetzt Aufnahme stoppen ist. Normalerweise habe ich das auf F9. Allerdings kann ich hier komischerweise speichern bzw. schnellladen nicht umlegen. Liegt bei mir deswegen auf. Oder ich spiele hier auf F9. Und das bringt mir also recht wenig. Ah!
or be put down like the rabid dogs you are! Arion Lavalette, this will be no easy task. Surrender, Arion! You'll be treated with honor! Go plow yourself, King! Bury them in arrows! Come on, men! For Temeria! They're well shielded. You got a better idea? I'll try to get inside. It shouldn't be hard if the archers provide cover. That's the son of Louisa and the old Baron, heir to these lands. He's hot-tempered but good with a sword. Be careful. I'll try to reason with him. Ich bin doch immer vorsichtig, mein Freund. So, ich bück mal gerade. Nein, Maxi, Quen. Damit wir ein bisschen geschützter sind und laufen einfach mal hier durch. Lalala. So, mein Freund. So. So, der erste ist schon mal einfach runtergeschubst worden. Lalalala. Ich konnte gerade meinen Zauber nicht benutzen. Hallo? Ihr seht schon, die Kleinen machen eigentlich nicht so viele Probleme. Man sollte sie natürlich nicht unterschätzen. So, Materialien nehmen wir natürlich mit. Man weiß nie, wofür man die man braucht. Ja, für die ganzen Eisenringe. So, mein Freund. Stirb. So, Arion Lavalette. Dein Ende heißt Geralt von Rivia. Aha, schön mit Vögelchen hier rum. Und diese Aussicht auf die Burg da unten. Ach, einfach nur herrlich. Ich mag ja sowas. Auch wenn der Weg recht geradlinig ist. Aber das macht er nicht. The famed Geralt of Rivia. You've fallen low, Witcher. Word has it, you're one of the best swordsmen in the north. Time to test that rumor. Ergib dich und verschulde deine Soldaten, mein Freund. Enough slaughter. Surrender and Foltest will treat you and your men with honor. And what guarantee is there that he'll not cut us down to the last? None. Foltest defiled my mother. Now he colludes with Nilfgaard. The king leads an army. You have but a few brave men and your honor. In a minute you may lose even those. Choose. Hear that, men! The king sends a witcher and we are to surrender. Forgetting the very nature of honor and pride. We must choose. Shame or a witcher's sword. Is that how you would live? Will you bow your heads before Foltest? Never! You heard them, Witcher. Streck die Waffen, du Narr! Don't be a fool. This is no game. Your men don't need to die. Surrender and the king will show mercy. My mother has seen enough of this king's mercy. What'll you do? Throw yourself on my sword? Run? He made mother a harlot, then denied her before all the realm. True enough. But no massacre, no misguided heroism will change that. Drop your weapons. Should anything happen to my mother, I shall find you and kill you. Verdumpft siegt. Arion Lavalette laid down his sword. Well, well. Have you spoken to him? Briefly. Just before they took him off to the torture chamber. The hard luck of a traitor. Continue. Was ist denn mit diesem Drachen? While I remember, what happened to the dragon? It destroyed half the castle. Killed hordes of soldiers and flew off. Where? In the general direction of Edo. To think it almost killed us all. Tag der Erstürmung, Mittag. Ach, sieh mal, Triss ist auch wieder da.
Arion Lavalette has surrendered the castle. Open up! And the Baron lives? Yes, he lives. I'm not spiteful. Open this gate, kneel before your king, and I shall show you mercy. Looks like we're stuck. Indeed, and my magic's no good here. The main force down in those boats is going to feed us to town. Want to head back to the tent? The camp will be nice and empty now. I've had enough for today. Tempting. Look, the king's special forces. We want to see him! You doubt my words, dog! Open the gate now! Sire. Vernon Roach. Tell me, Roach. There's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalettes are making a stand near the temple. What of the Baroness? Alive and safely tucked away. Unsoiled, I hope. As you ordered, sire. She's fine. And beautiful as ever. The children were not with her. But you know where they are? In the monastery. But we've yet to penetrate that area. Cross, quickly. Protect the king! Dragon! Take cover! To the hoardings! So, wir können ja nicht speichern, aber macht doch nichts, wir müssen diese Schnäppel möglichst zurückarbeiten und dürfen nicht durchs Feuer laufen. It's a dragon. Gucken, wie gut es ist, aber letztes Mal nicht Probleme damit. Great. It's not that simple. Before the fruit turns my army to cinders. How do you fight something like that? You don't. You run. Schnell durch. Some professional you are. We've got to get to the town. Und am besten einfach weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter an dem Feuer vorbei. Dragon, take cover! To the hoardings! Do you want me to go over and tell you? Ich würde gerne hier durch. Dankeschön. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ah, da kommt ein Rogue. Das ist schon mal gut. Ich muss nicht so weit reinlaufen, weil sonst sterben wir nämlich auch. Lalalalala. Komm her, Alter. Wow. Genau das passiert nämlich, wir werden nämlich verbrannt. Und da am Feuer ist, wie wir wissen, zu heiß. So, geschafft. Das verlief erstaunlich gut, weil sonst hatte ich echt immer mehr Probleme damit. Aber ich bin auch ziemlich schnell durchgelatscht, vielleicht liegt's einfach da. I can teleport myself, but not you. Run. Ich laufe, Triss. I can't. Triss. The bridge is burning. Quickly, this way. Juhu, es ist natürlich die Brücke sehr zerbrechlich. Lauf, 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 lauf. Nicht wie weg hier. Bevor der Drache uns erreicht. Plowing dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. Forget the dragon. I need to hear how this story ends. Na gut, wir haben uns alle beim Tempel getrennt. You were at my side almost all the time after the bridge collapsed. Almost. Tell me how you got into the monastery courtyard. Der Nachmittag. Ha!
and they said we couldn't get near the walls. Half a day and the town is taken. Report! Fighting for the castle continues, and a group of rebels have barricaded themselves inside the monastery. What of my children? Likely in the church as well, sire. Fenn took a priest to task, finally mumbled something about a passage neath the walls. It would take a week to get a battering ram in here. Axes, sire. That will also take time. But what other course do we have? This priest, what of him? What of this passage? I fainted before I could really get going on him. He's under guard below. You've some work to do, Commander. Yes, sire. Silas, you look to this door. Fenn, come with me. Witcher. Your Grace. I have a mission for you, one suited to your abilities. Vernon can be persuasive, but he's also hot-tempered, at times losing both his self-control and his subject. You must try to find this other passage on your own. Succeed, and you'll be the envy of all Vizima. Die Rebellen werden die Kinder der Barone nicht anrühren. Soldiers loyal to the Lavalettes would never harm the Baroness's children. I shall be reassured as to that when I see them, not before. We must act quickly. The rebels are dispersed, in disarray. As dim-witted as they are, I fear they could conclude the children would make good hostages. Vielleicht aber auch nicht. Na gut, sollten wir nicht lieber auf Roach warten? Maybe Roach will get something out of this priest. It's a relatively large town. I could use a hint. I'm counting on him. But time is of the essence. Please explore the area. We seek a tunnel or something similar. Beware of traps. They may have planted some. You're best suited to this. My men lack your skills. Na gut, dann werden wir uns mal auf diese Aufgabe konzentrieren. All right, I'll go. I'm relying on you, Witcher. Where are those axes? Move your arse! Wir sind also den Tempelsturm. Ist halt nur die Frage, wie kriegen wir das hin? Haben wir irgendwas? Ne, hier ist erstmal nichts. Na dann gehen wir mal so langsam Richtung Stadt. Was, ob es doch überhaupt nicht hat, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach nur ein paar Häuser in der Burg sind. Da unten stehen sie alle schon. Hallo? Ah, hier können wir sogar reingehen. Hallo, ist jemand zu Hause? Ein paar Lumpen nehmen wir natürlich mit. Vielleicht haben wir hier einen Hinweis. Auch nicht. Tür ist verschlossen. Was hängt denn da? Ist das eine... Ist das ein Nachthemd oder was ist das? Gehen wir einfach wieder hier raus. Kann ja nicht angehen hier. Ach, guck mal, ein Huhn. Hallo, Huhn. Chicken, Chicken, Chicken Run. Wir können natürlich das, unser Medaillon auch hier im Haus benutzen. Und sehen direkt alles, was wir so plündern können. Ist eigentlich ziemlich praktisch. Ah, hier zum Beispiel noch was im Schrank. Nur ein bisschen Geld hier kriegen. Wir sind da so ein armer Hexer und brauchen so viel Geld. Ich weiß gar nicht überhaupt, wie viel Geld brauchen. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Ist das schon so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe? Was ist denn hier los? Shut it. So many men we're innocent. They're at our mercy. The king will decide your fate. Was ist denn hier los? Warum bedroht er die denn jetzt noch so? Das sind doch alles nur normale Bürger. Die haben eigentlich ja nichts mit diesem Krieg zu tun. Wir wollen alle nur in Frieden leben und müssen jetzt hier darunter leiden, dass der König und seine, weiß ich nicht was, ehemalige Geliebte sich so ärgern oder so geärgert haben. Warum müssen die armen, normalen Bauern darunter leiden? Finde ich nicht gut, aber so ist halt Politik damals gewesen. So ist ja auch ein bisschen heute noch. Denn wer geht schon gerne in den Krieg? Ich nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Krieg ist böse. So, wir schauen uns aber natürlich mal ein bisschen hier in der, noch was? In den Gassen um. Vielleicht finden wir hier einen Hinweis darauf. Gott selbst! Du Schwein! What have you done to her? Shut it. Time to pay your war tax. Gold and silver on the table. And shut your gobs. Schluss da. These people are unarmed. This is not your concern. Get lost. Raus hier oder ich bring euch alle um. Oder raus hier sofort. Get out of here now. Right. Sir. Let's go. Thank you, sir. Thank you. Pass lieber auf euch auf. Be careful. You may not be so lucky next time. Find a place to hide. I must find my wife first. They herded her away with others like cattle.
Good luck. War das nicht die Frau, die gerade erschossen worden ist? Wehe dem Besiegten. 250 Erfahrungspunkte, der sitzt einfach nur hier so rum und freut sich seines Sitzens. So, haben wir sonst noch irgendwie was? Hallo? Das ist echt schön, dass wir fast jede Hütte hier einfach so mal reinlatschen können. Und mal schauen können, was denn hier so liegt und so ein Kram. Irgendwie nichts, ne? Sehr ernüchternd, sehr ernüchternd. Schweinebären hier alle. Ach, guck mal. So, ich speichere nochmal ganz kurz ab. Man weiß ja nie, was passiert. Ja. Die armen, verfluchten Seelen. Lasst sie bloß in Ruhe. Aha, alles nehmen. Was ist denn hier noch? Hier ist auch noch was. Hier, guck mal. Direkt zwei Kisten. Blaue Meteoritenerze, damit können wir unsere Waffen verbessern. Aber dazu auch später erst mehr, denn das finden wir alles noch heraus. Ach, guck mal, das geht sogar durch die Wand. Wie praktisch. Ach ja, und noch eine kleine Schwäche an Witcher 2. Wir können hier nicht einfach so runterlaufen. Wir können nicht viel springen und nur da auch klettern, wo unser Spieler es auch quasi erlaubt. Was macht ihr hier? Was ist denn hier los? No business here. Lass die Leute endlich mal in Ruhe, ihr Schweine. Leave them alone. They're innocent. Innocent? They're with the Lavalettes. Weeds that need to be ripped out with their roots, so they won't grow back again. Treason spreads like the plague. No one will leave here alive. And you, stay out of this. Ihr werdet diesen Leuten kein Haar krümmen. I won't stand by while you murder innocents. So, what'll you do? Kill you. I was not after your blood. I have witnesses. Was? Achso, wir können jetzt auch blocken. Mercy. Dann hör auf. Let the people out and walk away. Unblock the door! I'll report this. Yeah, you do that. Lass die armen Leute in Ruhe. Du hast gehört. Burn anything or touch a single woman, you sons of bitches, and the king will hear of it. Richtig. Hallo, alles immer zu Hause? Ich habe euch gerade das Leben gerettet. Ihr solltet mir dankbar sein. So, was haben wir hier für Orange? Aha. Wahrscheinlich wieder eine verschlossene Tür, damit wir nicht nach hinten durchkommen. Ah ja, klar. Man will ja nicht allzu viele aufmachen. Was ist hier? Da sind wahrscheinlich die Leute gefangen gewesen. Oder beziehungsweise nicht gefangen, aber waren da, oder? Nee, das war hier, ne? Hallo? Alles klar bei euch? Ich höre gar keiner. Aber wer schreit denn hier schon wieder so, als würden die Leute irgendwen töten? Das gefällt mir überhaupt nicht. Die ganzen Bastarde hier. Ich hab die Leute in Ruhe lassen. Nee, wo seid ihr? Alles in Ordnung bei euch. Was B? You're free. Thank you, my lord. Seid vorsichtig. Find a place to hide until this madness ends. But where? Irgendwo. Ein bisschen armen Leuten muss man auch mal in Ruhe lassen. Die haben jetzt so viel durchgemacht, ne? Ich meine, ein bisschen mal überlegen, ne? Die haben gerade einen Krieg hinter sich, in dem sie eigentlich keinen Bock haben, der mit ihnen überhaupt nichts zu tun hat. Und dann kommen noch die Soldaten dahin und wollen die plündern und wollen die töten und wollen die gefangen nehmen. Und das ist doch totaler Irrsinn. Das ist einfach nur Irrsinn. So, wir haben Handschuhe bekommen. Ich glaube, wir hatten noch gar keine Handschuhe. Das ist sehr praktisch. So, ziehen wir mal an, auch wenn es nur abgenutzte Handschuhe sind. Wir sehen auch direkt die Veränderung bei Geralt. Das finde ich sehr schön, sowas. Mag immer, wenn alles, egal was man sich anzieht, auch direkt optische Auswirkungen hat. Und dann nicht immer gleich aussieht. Das ist immer sowas bei japanischen Rollenspielen wie Final Fantasy oder sowas. Da sieht man ja quasi nur die Waffen. Hier sieht man quasi direkt alles. Finde ich super. Und wie gesagt, auf den dritten Teil freue ich mich jetzt auch schon wie Bolle. Das macht das Spiel nicht besser, wenn man dann den zweiten Teil spielt. Man freut sich nur noch mehr drauf, weil es ist halt nur mal ein super Spiel. Da kommt noch mehr. Wow. Oh, das war schlecht. Oder auch nicht. So, mein Freund. Der zweite Schild? Das war ja wohl mal gar nicht. Und zack!
10. Oh, ich hab gar keinen. Jetzt aber, ich wollte gerade sagen, ich habe gar keine Ausdauer mehr. So, weg mit dem Schwert. Befehl eines Soldaten. Okay. Wir sollten uns gleich mal anschauen. Ich möchte aber erstmal noch ein bisschen hier umschauen. Finde einen Weg zum Tempel, weil ich glaube, diese Befehle könnten uns etwas mehr Auskunft darüber geben, wo wir eigentlich hin sollen und wie wir zum Tempel kommen. Wo ist denn das? Bücher. Befehl für Soldaten. An alle Einheiten und Offiziere. Befehl. Alle Soldaten ziehen sich unverzüglich zurück und verteidigen ab sofort die Zuwege zum Tempel. Die Stellungen sind um jeden Preis zu halten. Tod dem Tyrannen. Tja, die sind wohl dem König gar nicht so zu sprechen. Anscheinend scheint er auch nicht so nett mit seinen Untergeben zu sein und ja, hier sieht er, was die machen. Ah, guck mal, das ist sie hier. Hallo. They've taken all from us, save our lives. Da sitzen sie alle zu traurig drumherum. Ich gehe mal den Hauptweg noch entlang. Haben wir eigentlich eine Karte? Oh ja. Guck mal, wie schön. Wir können sogar rauszoomen und sehen also ein bisschen die Welt. Diesen Teil hier bereisen wir auch im dritten Teil, das weiß ich zufälligerweise. Und sah nämlich schon die Karte. Wo sind wir jetzt hier? Hier müssen wir sein, ne? Also dieses Städtchen hier. Ich glaube, das müsste dann Vizima sein, oder was? Oder das hier wahrscheinlich, ne? Weil das erinnert mich auch so ein bisschen an. Ich hatte aus dem ersten Teil, das war ja Vizima. Und hier irgendwo, ich glaube, ist es das hier oder das? Irgendwo hier ist auch die große Stadt aus dem, die wir im Trailer vom ersten Teil schon gesehen haben, beziehungsweise in der Gamescom-Präsentation zum Beispiel. Und das sind diese Inseln, die man bereisen kann. Und irgendwo ist dann das dritte Gebiet. Ich glaube, das hier. Ich habe aber keine Ahnung, wie das genau läuft. Da müssen wir uns noch ein bisschen auf den zweiten Teil gedulden. Ach, den zweiten sage ich schon, auf den dritten Teil gedulden. Weil der ja noch ein bisschen auf sich warten lässt. Was ist hier los? Art gegen Blockaden. Aha. Okay. Ah, guck mal, hier ist ein Haus. Welche Blockaden soll ich denn jetzt hier öffnen? Oh, guck mal, eine Truhe. Könnt ihr euch später mal wegstecken, ne? Brauchen wir ja nicht. Hosen. Oh, Hosen. Zieh mal ein paar Hosen an, mein Freund. Da musst du nicht nackig rumlaufen. Ah, Orange, nehmen natürlich alles mit. Hallo. Denn Geld ist alles, was wir haben wollen. Geld ist alles, was wir brauchen. The gods punish those who shed fraternal blood. Welche Blockade, sag mal. Die hier vorne oder was? Oder auch nicht. Sehr interessant, das scheint nicht die Blockade zu sein, die das Spiel uns weiß machen möchte, oder? Also irgendwie konnte ich da ja zumindest keinen Art verwenden. What shall we do now? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Hm? Ich meine, hier waren wir ja schon, ne? So quasi die andere Seite von dem Ort, wo wir schon waren. Was ist mit dir eigentlich hier? Hast du mir was zu sagen? At your service. At your service. Oder einfach nur Hallihallo. Ist hier was drin? Die ganzen Häuser hier noch gar nicht, das tut. Ein Buch, Spezialbände über Temerien. Also quasi wieder ein bisschen Backstory. Ja, die paar Owens sind mir jetzt egal. Deswegen glaube ich nicht nochmal zurück. Die blauen Streifen wurden gebildet, nachdem sie die lausigen Schildträger im Kampf gegen die mobilen Einheiten des Goyatel als Riesenreinfall erwiesen hatten. Die ersten Spezialverbände wurden von König Demavant zusammengestellt und von der berüchtigten weißen Reila angeführt. Im Kampf gegen die Eichhörnchen fielen sie durch Effektivität und Erbarmungslosigkeit gleichermaßen auf. Ihr Hass auf Anderlinge sprengte, milde formuliert, den beruflichen Rahmen. Die Scoia'tael hassten die Verbände ebenso sehr und die Gefechte verliefen entsprechend brutal. Außer der Bekämpfung von Freischärlern versahen die blauen Streifen eine Reihe weiterer gefährlicher Aufgaben und genossen den Ruf exzellenter Könner. Ja, klingt ja nicht so berauschend, so ein bisschen, ja, wir bringen mal einfach so Anderlinge um. Ist hier noch irgendwie was, außer eine kaputte Brücke? Wir müssen jetzt mal angekommen sind, ihr erinnert euch, wo der Drache hier war, das letzte Mal, der war ja noch diese Folge. Und, da scheint es dann so richtig weiterzugehen und hier ist auch noch was. Block the passage, quick!
Aha. Finde einen anderen Weg in die Hintergasse. Wir könnten einfach mal hier durch die Häuser latschen, würde ich sagen. Hallo? Zobo? Alter Junge. Ah, Pilze. So. Ich gehe jetzt mal in das Haus hier. Ist verschlossen. Ist ja schade. Aber wir sehen schon, da vorne geht es zumindest wieder raus. Aber rein geht's da nicht. Hallo. Das Haus geht's nicht. Ist hier denn vielleicht noch? Oh, guck mal. Wolfsmann. Ich pack mal das Schwert wieder weg. Vielleicht hier durch? Hallo, ist jemand zu Hause? Oh, hier waren wir ja schon drin, ne? Hier waren wir noch nicht drin. War ich hier nicht schon drin? Das ist zu verwirren, ne? Die ganzen Häuser sind ein bisschen gleich eingestellt, aber die sind recht echt klein, ne? Ich meine, ein Zimmer? Ui, 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 ui. Obwohl das irgendwie mehrstöckig ist, naja. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Hier? Nee. Hier? Ich laufe doch nochmal kurz auf die andere Seite. Vielleicht ist jetzt... Ja. Vielleicht ist er jetzt die oder die Blockade da, die wir eigentlich zertrümmern sollen. Ich glaube, hier nochmal das Schwert. Wir brauchen den gleichen Zauber, wie es aussieht. Ah. Wir sollen wohl jetzt in dieses Haus hinein. Rums, ich bin hier. Geralt von Rivia. So. Alles verschlossen. Ist hier noch was drin? Nein, aber Gegner kommen. Zum Tempel! In diesem Brunnen oder sowas. Und zack! Und zack! Siehst du, einfach hier eine Kombo zu starten? Ja? Du machst einfach nur falsch. So, da sind sie alle gestorben. Tschüss mit euch. Eisenring. Eisenring und noch mehr Eisenringe. Ist hier was drin? Hallo? Jemand zu Hause? Wo sind die alle hin? Ich meine, irgendein Haus muss ja eigentlich doch irgendwie besetzt sein, oder? Ich meine, die können ja nicht alle hier verschwunden sein oder alle schon umgebracht worden sein. Dafür ist es ja einfach zu leer in den ganzen Häusern. Wer weiß, was hier passiert ist. Wir wollen nichts heraufbeschwören, was nicht vielleicht ist. So, darf ich mal hier rein? Burg der Lavalettes, verschlossen. Ach, da geht's in die Burg rein. Schallkraut. Wir brauchen ja alles nachher für Tränke. Und ich glaube, wir müssen in diesen Brunnen hinein. Aber was uns dort erwartet, liebe Freunde, das schauen wir uns erst in der nächsten Folge an von The Witcher 2. Bis dahin, lasst mir noch eine Bewertung da. Ich würde mich sehr freuen im Kommentar. Wie gefällt euch das Let's Play bis jetzt? Habt ihr vielleicht sogar den zweiten Teil oder den ersten Teil selber gespielt? Dann schreibt mir noch, wie er euch gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Mascha. Ciao, ciao.